Ja, hallo Leute, willkommen zurück zu Super Mario 64. Nach langer Zeit endlich wieder ein Part. Juhu! Ja, ich habe es euch ja versprochen, Leute, dass ich endlich wieder mit den Parts anfange, mit Let's Play. Und währenddessen ist Mario eingepennt. Egal, wir wecken ihn jetzt auf. Und Leute, ich habe ja gesagt, dass ich einen neuen Controller habe, nicht wahr? Ja, den können wir jetzt endlich mal einweihen, denn ich habe ja versprochen, es gibt kein Quietschen und Knarzen mehr in den Parts. So, jetzt wecken wir ihn mal auf. So, und jetzt könnt ihr sehen, so, ich kann richtig schön weich steuern. Ich habe auch gerade noch mal ein bisschen an den Einstellungen rumgefunden, dass ich hier ein bisschen besser, ja, und weicher steuern kann. Also es geht jetzt wunderbar, wunderbar, wie man sieht. Ich hoffe nur, ich muss nicht wieder ein bisschen an den Einstellungen rumfummeln, dass ich, Bowser dann schleudern kann. Wir kennen das ja von Conker's Bad Fur Day. Da hat es ja nicht so ganz geklappt mit den Einstellungen. Da musste ich ja nochmal rumfummeln. Und ich habe mir im letzten Part nochmal angeguckt, damit ich wieder auf dem neuesten Stand bin. Und ich war wirklich so blöd und habe die eine Box für die blauen Münzen total übersehen, ja? Ich war wirklich so blöd und habe die übersehen. Naja, jetzt dackeln wir auf jeden Fall weiter. Jetzt habe ich gerade eine Kiste gesehen. Ich weiß gar nicht mehr, was da drin ist. Sind wir da jetzt drüber? Oder? Ja, da dürfte ich jetzt eigentlich so hinkommen. Wenn meine Erinnerung mich nicht täuscht, müssten da nämlich Münzen drin sein. Also, gucken wir. Münzen oder Leben? Offenbare uns deinen Inhalt. Juhu, es sind Münzen, ja Wunderbärchen. Nein, bleib hier, bleib hier, bleib. Oh, schade, Marmelade. Na gut, jetzt gehen wir auf jeden Fall erstmal runter. Und holen uns diese eine blaue Box, die ich ja total übersehen habe. Mm. Ich bin auch wirklich so was von blöd. Ich hätte einfach nur weitergehen müssen, aber nö. Daran denkt ja mein weiches Gehirn ja nicht dran. So, dann wollen wir erstmal wieder zurück zum Pendel, wenn ich mich noch erinnere, wo das war. Ich glaube, hier warte ich noch ein bisschen. Ach, Leute, Leute, in der ganzen Zeit ist ja ganz schön viel passiert, nicht? Oh, das war knapp. So. What? So, bin ich jetzt überhaupt richtig? Na gut, ein bisschen wackelig läuft's noch, Leute. Ich geb's ja zu. Ich habe nicht sehr viel mit diesen... Ja, mit diesem Gamepad geübt. Momentchen. Momentchen. Ich will mal kurz was ausprobieren, Leute. Verzeiht mal ganz kurz. Ich will mal kurz den Spielstand speichern. So, ich hoffe, ihr habt jetzt das Fenster nicht gesehen. Denn wie ihr wisst, ich nehme wieder mit Fraps und Camtasia auf, denn das muss ich ja auch. Warte, what? Hä? Momentchen mal. Ich wollte eigentlich das hier machen, Weitsprung. Das war nicht beabsichtigt, Manno. Ja, ich bin mit diesem Gamepad noch nicht so ganz vertraut, Leute. Verzeiht's mir, verzeiht's mir. Aua. So, hier sind wir endlich. Und da ist dieser verflixte Schalter, den ich beim letzten Mal übersehen habe. Ja! Ah, ein bisschen wackelig ist das hier schon. Ich muss mich erstmal an diesen Controller gewöhnen, Leute. Verzeiht mir, verzeiht mir. Aber dürfte jetzt echt wesentlich besser laufen als beim anderen Controller. Also der war ja wirklich Schrott. Der war ja gar nichts mehr. So, aktivieren. Komm, und das muss reichen für den 100 Münzenstern. Jawoll! Da haben wir ihn. Und das wieder sogar mit 101. Dalmatina. Ja, das konnte ich mir nicht verkneifen. Das behalte ich bei. Ja, ich möchte gerne speichern. Oh Gott, jetzt müssen wir wieder runter zu den... zu den roten Münzen. Ich will nicht. Ganz ehrlich, Leute. Ich will nicht. Moment. Schaffe ich das von hier da rüber? Das möchte ich jetzt mal ausprobieren, Leute. Oh, kaum habe ich das Spiel angefangen, bin ich schon voll darauf, einen auf Kamikaze zu machen. Ich will das versuchen. Das will ich jetzt mal versuchen. So, ich speichere nochmal. Okay. Schön Anlauf. Und... Juhu! Oh, perfekt! Das hat sogar geklappt! Hihi! Wahnsinn! Ach, Leute, was ich auch noch sagen wollte. Erstmal werde ich nochmal speichern. Nee, das wollte ich nicht sagen. Ja. Scheiße, jetzt ist es mir entfallen. Ach, genau. Ich habe ein bisschen meinen Soundeinstellungen rumgefunzt und ich hoffe, das Mikro klingt jetzt ein bisschen besser. Ich hoffe es zumindest. Ich habe es einfach nur ein bisschen lauter gestellt. Mein System ist nämlich ein bisschen bekloppt und ändert die Qualität je nach Lautstärke. Ich muss auch immer irgendwie ein Soundfile-Programm hier irgendwie offen haben. Das ist total dämlich.
Aber ich habe ja auch gesagt, ein neues Headset wird kommen. Und die Flamme lässt mich jetzt mal bitte in Ruhe. Ich möchte nicht gegrillt werden. Wir wollen jetzt einfach mal erstmal den Sternchen holen hier. Kann ja nicht so schwer sein. So, reicht das, wenn ich mich hier drauf fallen lasse? Juhu! Das reicht! Jetzt haben wir 112 und damit den letzten Stern in dieser Welt. Gott sei Dank, wir müssen diese blöde Uhr nie wieder betreten. Boah. Speichern und weiter? Natürlich. So, jetzt muss ich mich nur mal ganz kurz dran erinnern, durch welches Fenster ich denn jetzt nochmal muss in die nächste Welt. In die letzte... War das hier oder war das... Nee, ich meine, das war diese Seite hier. Das müsste die hier gewesen sein. Ja, komm, Mario, mach keine Zicken hier. Ich bin doch gesprungen, was soll das? Ah, vielleicht ist das Gamepad doch nicht so dolle, wie ich zunächst dachte. So, dann gucken wir mal. Das müsste hier jetzt eigentlich die nächste Welt sein. Okay, hüpfen wir rein, dann wissen wir es. Ja, rein da. Nein, das war sie definitiv nicht. Kurs verlassen? Ja, bitte. Jetzt müssen wir zwar den Weg nochmal latschen, aber das ist mir wert. Ja, ich habe das Spiel definitiv schon sehr, 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 sehr lange nicht mehr gespielt. Und ich habe euch ja versprochen, der Part wird jetzt ganze 30 Minuten lang. Und ich muss euch ein klitzekleines Geständnis machen, Leute. Ich wollte ja gestern eigentlich schon Parts aufnehmen. Ich hatte frei. Ich hatte den ganzen Tag frei, aber den habe ich einfach mal so faul wie ich bin zum Ausruhen genutzt. Und wenn ich mal ehrlich bin, ey, das Wetter war sowas von scheiße. Das hat mich körperlich und geistig einfach nur so ein bisschen runtergezogen. Da hatte ich einfach gar keine Lust zu irgendwas. So, aber bevor ich jetzt weiter lamentiere und noch mehr über Depression quatsche, begeben wir uns doch einfach mal in die Wolken. Regenbogenraserei, Reise auf den Regenbögen. Jawoll. Oh, und wenn ich mich richtig entsinne, ey, diese Welt, die habe ich immer gehasst. Nun gut, die erste Aufgabe, Reise auf den Regenbögen, war, glaube ich, hier noch die einfachste. So wie wir es immer haben. Nur kann ich mich an die Strecke nicht mehr so genau erinnern. Also ich weiß jetzt schon, ich werde hier vermutlich jede Menge Safe States brauchen. Oder einfach, ja, ständig abkratzen, so wie jetzt. Nein! Scheiße! Oh. Ja, Mama Mia, was machst du denn für die Scheiße, Mann? Ah, wie auch immer. Nochmal rein. Jetzt nicht mehr so elegant, aber egal. Ich habe mich wohl in meinem Gamepad geirrt, in meinem neuen. Das ist ja noch beschissener. Oder ich muss nochmal ein bisschen an den Einstellungen feilen. Das kann natürlich auch sein. Naja, erstmal lugen, erstmal gucken, nicht wahr? Alles kommt mit der Zeit. Alles Eingewöhnungssache, wie es so schön heißt, nicht? Ja. Na, so präzise ist es hier leider auch nicht. Kann ich mich ducken? Jo, das geht. Okay, das habe ich mir also noch merken können, dass es das so funktioniert. Klar, glaube ich, konnte man die 8 roten Münzen holen, oder? Ja, ich denke schon, aber die holen wir uns später. Dann müsste es jetzt eigentlich hier weitergehen. Oh, Lakito! Jetzt schmeiß dir nicht deinen kleinen Bömschen rum. Nee, Bömschen, das sind ja keine Bömschen. Das sind, wie hießen die nochmal? Stachis? Zumindest in Super Mario Galaxy 2 hießen die so, glaube ich. Oh, ich mag dieses Geräusch absolut nicht. Oder wie geht's euch? Ich weiß nicht, welchen Lakito findet ihr eigentlich am nervigsten? Es gibt den ja in Super Mario hier, in Yoshi's Story, glaube ich, kommt er auch ab und zu mal vor. Und ansonsten... Ja, Mario Galaxy kommt er auch vor. Ansonsten, auch wenn mir jetzt nicht einfallen. Oh Gott, welche Richtung muss ich denn jetzt lang? Hilfe, ich weiß das nicht mehr. Links oder rechts? Links. Mal eben so den Lakito gekillt, das wollte ich überhaupt nicht. Das war jetzt wirklich gar keine Absicht von mir, Leute, das müsst ihr mir glauben. Okay, ich glaube, da muss ich rüberspringen. Gott, ey, da gibt hier so viele Dinge, an die ich mich gar nicht mehr erinnern kann. Ich glaube, da muss ich mich ducken. Aua. Nebenbei wird Mario zerquetscht, das sieht auch jedes Mal ulkig aus. So, hier muss ich rüber, das geht nicht anders.
Beim nächsten muss ich, glaube ich, auch rüber, sonst zieht er mich weg. Ja. Oh, nicht vom Teppich springen, bitte. Puh. Ich sehe nichts. Ja, doch, ich glaube, wir sind auf dem richtigen Weg. Ich kenne das Level, wie gesagt, nicht mehr so gut. Gerade weil ich das schon länger nicht mehr gespielt habe. Und ihr wisst ja, die Welten, die man hasst, die kann man am wenigsten. Oder wie ist es bei euch, Leute? Schreibt mir doch mal, wie ist das bei euch bei Welten, die ihr nicht mögt? Könnt ihr euch die merken? Also ich nicht. Wow. Okay, aber an die konnte ich mich nur erinnern. Oh Gott. Soweit ich weiß, kam hier jetzt ein dicker Sturm. Aber ich werde jetzt nochmal saven. So, Spielstand speichern. Ja, ich sollte endlich mal die F-Tasten dafür benutzen. Ihr seht das ja. So. Wow, genau das habe ich gemeint. Aber war das hier der Stern? So, ich springe jetzt einfach kurz bevor. Zack. 113. Aber schöne Aussicht. Das muss man ja lassen, ne? So, war der das? Reise auf den Regenbögen. Juhu, das war der. Gut. Dann mal ab zum nächsten Stern. Oh Gott, ich hoffe, der ist nicht so schwer. Suche das Haus im Himmel. Ne, am Himmel. Und nicht das Schloss im Himmel. Ne, 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 das ist was anderes. Das ist ein Anime, der gehört hier nicht hin. Mehr oder weniger, kann man das so sagen? Ich weiß es nicht, Leute, ich weiß es nicht. Aber jetzt müssen wir auf jeden Fall wieder auf den Regenbögen hier reisen. Ich glaube, wir müssen jetzt sogar den anderen Teppich nehmen, wenn ich mich richtig entsinne. Und Leute, wenn ich ein bisschen verschnupft klinge, dann verzeiht mir, ich bin wirklich ein bisschen erkältet. Naja, besser gesagt, mein Hals ist trocken und meine Nase läuft gerade nach innen. Das ist so eklig. Ich will eigentlich hochziehen und das... Nee, ich verkneif's mir, Leute. Ich verkneif's mir. Wir haben noch eine gute Viertelstunde. Die nutze ich aus. Und dann will ich keine Störung drin haben. Besonders diesen Lakito nicht. So, jetzt mal gucken, mal gucken. Da können wir uns jetzt mal hier einen kleinen Überblick über die Welt verschaffen. Da hinten ist noch ein Stern. Lässt du los, ey. Ich frage mich aber eigentlich gerade, wie kam die hier überhaupt auf diese Idee, hier Teppiche hinzusetzen? Ich meine, Teppiche, da fliegende Teppiche, damit verbindet man ja eher so arabische Nächte und so, ne? Ihr wisst schon. Ich weiß nicht, wie kam die hier auf diese Idee? Das wüsste ich gerne mal. Ich habe bis jetzt auch noch keinen Super Mario Hack gesehen, in dem diese Teppiche vorkamen. Sind die überhaupt nicht verfügbar oder was auch immer? Ich weiß es nicht, Leute, ich weiß es nicht. Ich habe ja noch nie einen Hack erstellt, beziehungsweise... War das so, wie ich das jetzt hier mache? Mario, schnell darauf! Boah! Au, 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 au! Schnell! Boah! Alter Falter, das war knapp! Aber ich glaube, das kommt noch schlimmer. Ich mache jetzt schon mal lieber einen Safe State. So, sicher ist sicher. Ich weiß nämlich nicht mehr, was jetzt hier noch kam. Ach, ist das schön hier. Aber ganz ehrlich, Leute, so ein Leben in den Wolken, das wäre nichts für mich. Die Luft ist viel zu dünn, es ist viel zu kalt und jeden Tag wird Winter oder so und... Nee. So, dem Feuer sind wir geschickt ausgewichen. Oder konnte man da schon überhaupt getroffen werden? Ich weiß es nicht. Oh, jetzt kommt wieder der Scheiß. Okay, nochmal Safe State. Nee, ich warte, ich warte, ich warte. Jetzt ein Safe State. So. So, und der soll mich mal bitte in Ruhe lassen. Huh, ganz knapp. Nein, nicht vom Teppich springen, Mario. Das wollen wir möglichst nicht. Boah, ich habe jetzt schon Bammel, wenn ich hier den 100-Münzen-Stern sammeln muss. Echt, ey. Ich will nicht. Aber wir müssen ja, sonst kriegen wir ja die 120 nicht zusammen. Das sind ja nur noch 7 Sterne. Aber der 7. Stern, der befindet sich im letzten Bowser-Level.
Aber das sind auch 8 rote Münzen. Huh, das war knapp. So, ich glaube, jetzt dreht sich der Teppich. Jawohl. Rolling, rolling, rolling. Ah ne, das war ein anderes Lied. Das war jetzt völlig unpassend, Leute. Verzeiht mir. So, sind wir denn jetzt bei da? Sind wir bei da? Sind wir bei da? Ja, wir sind da. Und genau auf dem Stern gelandet. Juhu. Stern Nummer 114. Das ist so eine gute Bilanz. Oh, Leute, ich merke gerade an der Musik, mein PC fängt langsam an, ein bisschen zu ruckeln. Ich hoffe, ich muss die Aufnahme nicht abbrechen. Oder hört sich das bei mir nur so an? Täusche ich mich vielleicht? Ich höre nochmal genau hin. Nee, ich glaube, noch ruckelt der PC nicht wirklich. Ich werde hier aber trotzdem nochmal speichern. Sicher ist mir sicher. Ihr wisst es ja. So, bevor ich die Aufnahme noch wirklich abbrechen muss, nochmal ein Save State geladen. Ach, geladen, gespeichert. So. Und weiter geht's. Was ist als nächstes? Findet die 8 roten Münzen? Nein, 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 nein. Ich will nicht. Nicht in dieser Welt. Nicht in dieser Welt. Ich hasse es. Nee, sorry, Leute, hier die 8 roten Münzen sammeln. Ich mag es nicht. Erst recht nicht den 100 Münzen Stern. Ach komm, wenn wir schon dabei sind, dann fangen wir doch hier nochmal an. Ihr wollt es ja nicht anders. Nicht wahr? Ihr könnt mir ja mal in den Kommentaren schreiben, was euer Hassstern ist. Also welchen Stern, welche Aufgabe ihr denn so wirklich hasst. Gibt es bestimmt welche. Ich habe hier meine Hasswelt. Welche ist denn eure? Und wenn ihr könntet, wie würdet ihr denn diese Welt gestalten, dass sie eben nicht mehr so fies und gemein ist? So, ich weiß gar nicht mehr. Sollten wir hier auch noch die Münzen sammeln? Ich bin mir gar nicht mehr so sicher. Oh, ich kenne mich nicht mehr aus, Leute. Ich kenne mich absolut nicht mehr hier aus. Autsch. Ja, das sollte ich möglichst vermeiden. Oder bekamen die hier schon die 100 Münzen zusammen? Ich weiß das gar nicht mehr. Nein! Das wollte ich so möglichst nicht machen. Okay, das war scheiße. Komme ich da überhaupt hoch? Ja, jetzt geht es, Mario! Warum ging das denn vorhin nicht? Och, scheiße! Ne, verzeiht mir, Leute, da stürze ich mich in den Tod. Aber so richtig. So. Ich will diesen blauen Münzschalter haben. Ist mir jetzt scheißegal, wie oft ich dabei abkratze. Ja, Mama Mia, das war scheiße, Mann. Ist mir egal. Das ist mir gerade völlig egal. Ich will nur die Münzen. Nochmal eine extra Runde. Ja, und singen kann ich offenbar auch nicht mehr. Mann! Oh, das ist so scheiße öde, hier immer dasselbe zu machen. Aua! Oh, das war fies. Oder ich habe einfach nicht aufgepasst. Oh! Nein, 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 nein. Boah, das war knapp. Ja, Leute, wenn man auf diesen Teppichen nicht lang genug bleibt, beziehungsweise den Teppich auf bestimmte Zeit verlässt, dann verschwindet er irgendwann. Das ist auch ein bisschen doof. Es ist fies, gemein, klein und unscheinbar. Was heißt ich? Wie komme ich denn jetzt auf klein und unscheinbar? Ich weiß es nicht. Vielleicht, weil der Lakito hier rumschwirrt. Arsch! Wieso habe ich jetzt plötzlich keine Musik mehr? Hallo? Wieso ist die Musik weg? Moment, ich stürze mich nochmal in den Tod. Was war denn das jetzt? Ich habe keinen Ton mehr. Hallo? Moment mal, Leute. Ich lade nochmal, das kann doch nicht sein. Jetzt ist der Ton wieder da. Was war das denn jetzt? Was war das denn? Ein Bug oder so? Na, anscheinend. Also nochmal von vorne. Okay, also ich werde jetzt versuchen, diesen Lakito nochmal zu killen. Und wenn das nochmal passiert, dann
keine Ahnung, dann lasse ich es. Denn ich habe keinen Bock, ein Spiel ohne Ingame-Sound zu zocken. Das geht doch nicht. Und ich habe auch keinen Bock, das extra nachtragend einzufügen. Also das muss wirklich nicht sein. Ne, das muss nun nicht wirklich nicht sein. So, nochmal ducken, damit Mario sie nie den Arsch verbrennt. Und ganz ehrlich, Leute, trotz dass ich schon wieder ein bisschen mehr Zeit habe, freue ich mich schon unendlich auf meinen Urlaub. Ihr müsst euch vorstellen, ich war jetzt über 10 Jahre lang nicht mehr im Urlaub. Da wird mal wieder Zeit. So, Lakito, komm mal her. Lass dich umboxen. Komm her. Zack. Ja, jetzt ist die Musik immer noch da. Komisch. Was war denn das vorhin? Muss ich das verstehen? Also ich weiß nicht, die ROMs, die sind manchmal wirklich voller Bugs. Jetzt nicht Bugs Bunny, aber Bugs. Warum sagt man eigentlich Bugs? Übersetzt heißt es ja eigentlich... Stürzt sich in den Tod? Nein, es heißt ja eigentlich übersetzt, Käfer. Warum sagt man das eigentlich so? Bugs sind ja eigentlich Spielfehler, also warum sagt man nicht, System Error oder sowas? Ich verstehe es nicht. Nun gut, das heißt nicht, dass ich das nicht verstehe. Ich meine eher, das finde ich eher komisch. Warum sagt man das so? Das hat ja eigentlich nichts mit Käfern im Allgemeinen zu tun. Nun gut, ich werde jetzt hier nochmal saven, denn ich will diese verdammten blauen Münzen! So, und diesmal machst du einen vernünftigen Wandsprung, Mario. Wie vorhin auch. So. Nein, 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 nein! Oh! Das darf doch nie wahr sein. Nee. Laden. Wenn, dann will ich sie alle. Ich schnapp sie mir alle. Spring, 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 spring. Ach egal, die müssen reichen. Ich kann ja immer noch hierher zurückkehren. Moment mal, Böbimchen, brauche ich dich vielleicht? Hallo, ich mache die Kanone zum Abschuss bereit. Ja, dann mach das mal. Ach, das ist auf dem Schiff. Stimmt ja. Ich erinnere mich wieder. Zumindest teilweise. Ich weiß nicht, zumindest nicht mehr, für welchen Stern der war. So, aber jetzt werden wir hier erstmal die Münzchen sammeln, ne? Die sind ja wichtig. Mann, das hier kam ich jetzt so nochmal hoch. Moment. Ging das vielleicht mit dem Bandsprung und... Nee, das funktioniert so nicht. Schade. Es hätte ja klappen können, oder ich bin nicht tricky dafür genug. Aua. Ah, schade, das hätte klappen können, aber... Mario hat sich gedacht, nö, so nicht. Ach nee, stimmt ja, hier muss ich mit einem Doppelsprung hoch. Okay. Nee, wie war das noch? Ja. Ach so, mit einem Dreifachsprung, stimmt ja. Hä, wie kam ich da nochmal hoch? Muss ich da echt nochmal von da oben hoch? Nee, du, lässt mich bitte in Ruhe. Nein! Oh, Mario! Du Dummdepp! Ja, eigentlich bin ich ja der Dummdepp, ne? Na gut, jetzt stehen wir hier wieder auf dem Schalter. Mal gucken, vielleicht erwische ich ja jetzt die ganzen anderen. Spring! Indy! Höhe! So, komm! Alle, 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 alle! Jawoll! Jetzt haben wir endlich mal alle geschafft! So! Safe State! Manometer! War das eine schwere Geburt hier? So. Ja, so kam ich da wirklich nicht hoch. Da muss ich eben doch nochmal von vorne hier hoch. So. Das möglichst ohne Fallschaden und meine Stimme kratzt schon wieder. So, entschuldigt, das Räusper musste sein. Das ist echt scheiße, so einen trockenen Hals zu haben. Und dann auch noch eine schleimende Nase dazu. Er ist echt lecker, das sag ich euch. Bäh. So, mal gucken, mal looken. Die müssen wir doch hier jetzt mal kriegen. Wie war das? Also von hier kam ich da an diese Münze nicht ran. Oh! Scheiße, genau. Das war fies. So,
Warum muss ich hier runter? Nein, Mario, du sollst hier runterspringen. So. Und jetzt. Jiha! So, Nummer 4 hätten dann damit auch. So, die werden hier aber never ever dafür reichen, dass wir hier... Was war das denn? So, die werden hier aber never ever reichen, wollte ich sagen, damit wir hier den 100-Münzen-Stern bekommen. Das garantiert nicht. Oh no, der war ja richtig scheiße zu kriegen. Damit meine ich jetzt nicht diese Münze hier, sondern die hier. Ah, hat doch geklappt. Wunderbar. Mit einem Doppelsprung. Nein, das wollte ich möglichst nicht. Mann, so knapp an die Münze vorbeigesprungen, das gibt's doch nicht. Sowas hasse ich, wenn etwas nicht funktioniert. Aber dürfte ja bei den meisten bei euch bekannt sein. Läuft leider nie im Leben so, wie man es gerne hätte. Leider. Und wieso bist du da jetzt runtergefallen? Das wollte ich gar nicht. Boah, mein Hals, ey, das ist schlimm. Ich klinge bestimmt wie eine 80-jährige Roma. Gleich erstmal meine Stimme ölen. So, komm, jetzt aber. Juhu, da ist er ja. Ja, habe ich mir gedacht, 24 Münzen fehlen uns nämlich hier noch. Aber wo bekam ich die denn jetzt her? Was mache ich denn hier jetzt fürs Tanz? Das wollte ich gar nicht. Wo kriege ich die nochmal her? Wartet mal. Nein, ich wollte direkt drauf. Mano. Ich warte mal kurz. Man kann hier auch so da oben hoch. Na also. Ich meine nämlich, da hinten gab es noch ein paar Münzchen. Da bin ich mir eigentlich sogar sicher. Mal gucken, mal looken. Ich werde hier trotzdem nochmal safe stehen. So. Denn da hinten hin, da kommen wir immer wieder zurück. So, unten sind wir. Ah, schon mal ein Fly Guy. Du kannst schon mal deine Münzchen spenden. Komm zurück. Komm, 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 komm. So, so geht's doch. Och Mann, nur eine Münze erwischt. Das ist arm. Schade. So, 82 hätten wir hier schon mal. Boah, meine Stimme, ey, die ist voll am Abkratzen. So, mal gucken. Ich hoffe, wir kriegen hier die letzten Münzen zusammen. Ach Mario, was war denn das hier? Moment, konnte ich da runter? So, die Münzen will ich aber noch haben. Komm, die will ich haben. Autsch. Okay, das tat jetzt ein bisschen weh, aber das war es wert. Was waren jetzt hier drin nochmal? Ich hoffe Münzen. Bitte! Nö, ein Leben, aber das kann ich ja auch gut gebrauchen. Ich sollte eigentlich das pfeifen lassen, weil ihr mich ja dann nur pusten hört, größtenteils. Aber ich kann es einfach nicht lassen. Bei dieser Mucke kann ich nicht anders. So, ich hoffe, ich kriege hier jetzt wirklich noch genügend Münzen zusammen, um eben den 100-Münzen-Stern zu holen. Das muss ja. Kommt, 13 Münzen, die kriegen wir doch locker zusammen. Bitte. Da hätten wir schon mal zwei. Wow. Komm, noch 9 Münzen. Ah, gut, die Dinger erneuern sich immer wieder. Das ist sehr gut. Das wusste ich überhaupt nicht mehr. Wow, das war auch irgendwie fies. War hier noch ein Goomba? Ja, Goomba, komm her. Komm her. So, wo jetzt lang? Da ging es noch zu einem anderen Stern, da würde mir jetzt nichts bringen. Wo ging's denn? Da ist auch noch ein Stern. Er sagt mir bitte nicht, ich krieg die nur zusammen, wenn ich... Ich muss es riskieren, Leute, ich muss es riskieren. Ich mache nochmal ein Safe State.
Ey, das wäre doch gelacht, wenn wir das jetzt hier nicht schaffen würden. Kommt! Oder waren hier vielleicht noch Münzen versteckt? Nee, hier waren keine Münzen mehr versteckt. Ich hab nur noch 3 Münzen, ey. Das gibt es nicht. Die müssen doch irgendwo sein. 3 verdammte Münzen. Kommt. Das kann's doch nicht sein. Ach, da sind noch welche. Oh, wie konnte ich die denn übersehen? So, jetzt 1, 2, 3. 100 Münzenstern. Ey, komm, damit es passt. So, 101. Dalmatina. Juhu! So, und von hier jetzt einfach nur da an die Stange zurück. Die Save-State nur nochmal. Gott, wie viele Save-States ich hier schon wieder verwende. Das ist Wahnsinn! So, mal gucken. Schaffe ich das von hier aus? Müsste. Geronimo! Aua! Zwar leicht verletzt, aber nicht tot. So, jetzt schnappen wir uns noch den 8-Münzen-Stern. Und dann werde ich den Part auch beenden, Leute. Der ist jetzt schon über 31 Minuten lang. Wahnsinn. So lange habe ich bis jetzt noch keinen Part gemacht. What the hell? Mario, für eine extra Nummer war keine Zeit eingeplant. Also bitte lass das. Ich sollte eigentlich dieses Pusten unterlassen, nicht wahr? Denn das tut dem Mikro nicht gut und er tut dem PC auch nicht gut. Und mir am allerwenigsten in der Aufnahme, wenn ich mir das nochmal anhören muss. So ist das leider. Was mache ich denn? Der Stern, der ist doch da vorne, Mensch, ich depp. So. Und wieder genau in den Stern gesprungen. Das passt hier. Juhu. Finde die 8 roten Münzen, haben wir abgeschlossen. Und auch noch einen extra Stern erhalten. Speichern und weiter. Ja, wir speichern. So, Leute, aber ich werde jetzt hier den Part beenden. Und wir sehen uns beim nächsten Part, Leute. Ich bin zurück mit neuem Gamepad und das läuft ja hier schon super. Wir haben jetzt über 100, ja, wir haben jetzt 116 Sterne und im nächsten Part wird es noch weitergehen. Mal sehen, wie viele Sterne wir da dann ergattern. Also dann, Leute, tschüss, ciao, bis zum nächsten Part. Tschüssi. Und Mario wartet hier so lange.